Herzlich willkommen, Freunde, zur allerersten Folge Was geht? Ich bin Vero und ich habe die Ehre, euch ab jetzt jede Woche die relevantesten News der Warner Music Welt zu präsentieren. Aber nicht so viel schnacken, jetzt legen wir los! Da haben wir in dieser Woche niemand Geringeren als Bruno Mars mit 24K Magic. 2 Jahre nach Uptown Funk mit Mark Ronson ist der Funkgott nun endlich mit neuem Stuff zurück. Dieses Video macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Gute Laune, Las Vegas, Champagner und nice Dance Moves. Mit analogen Synthesizern und Vocoder-Effekten katapultiert uns Bruno Mars zurück in die 70er Jahre. Ohrwurm garantiert. Seine eigenen Worte lauteten: You can call it my first single, but I call it the invitation to the party. Und so ist es auch. Dieser Song ist nämlich nur der Anfang. Im gleichen Atemzug kündigte Bruno Mars auch sein 3. Studioalbum an. Am 18. November kommt sie auf den Markt und ja, wer damals eh Fan war von Rapper's Delight der Sugar Hill Gang, kommt hier auf seinen Geschmack. Für die Jüngeren unter euch, das war auf jeden Fall der Hit der 90er für mich. Und zwar ging der so: The Hip Hop, Hip, Hip to the Hip, Hip Hop, Don't Stop. Wer den nicht kennt, selber schuld, ich hatte auf jeden Fall ein Flashback. Als ich mir dieses Video angeschaut habe, dachte ich nur Night, 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 weil Bruno Mars hat alles, was ich auch will. Der trägt im ganzen Video nur Versace, ja. Dann gewinnt er noch eine Stange voll Geld in Las Vegas. Und ich habe gesehen, der hat 60 Millionen Likes auf Facebook. Also alles, was ich auch will, aber ja. Apropos, mein Facebook-Name ist Vero Gottschling. Sagt mir doch mal, findet ihr auch, dass Bruno Mars den Funk wieder zurückgebracht hat? Hier oben könnt ihr abstimmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Kommen wir zuallererst zu Galantis. Das schwedische Produzentenduo ist nach ihrem Mega-Hit No Money endlich wieder mit neuem Stuff zurück. Love on Me heißt das gute Stück, welches sie zusammen mit dem australischen Produzenten Hook & Sling produziert haben. Und ja, wer No Money kennt, weiß, dass Galantis eh ein richtig schönes Händchen hat für gute Videoideen. Das seht ihr auf jeden Fall hier. Man sieht eine Horde voll Mönche in Thailand rumtanzen. Und ja, ich habe eh schon bei No Money gedacht, dass das ein bisschen crazy ist. Weil da sieht man auch bunt bemalte Kinder irgendwie auf LSD durch die Weltgeschichte taumeln. Findet ihr nicht auch? Ja, aber dass die Schweden eh ein bisschen crazy drauf sind, wissen wir ja. Ich sag nur aber. Mögt ihr die Musik von Galantis bzw. diese Videoideen? Mich würde es interessieren, schreibt es in die Kommentare. Green Day haben letzte Woche ihr Album Revolution Radio released. 3 Songs sind bereits veröffentlicht und hier sehen wir das Video zu Bang Bang. Und meine Lieben, dieser Song hat auch mal eine richtig Hammer-Message. Mit diesem Track wollen sich Billy Joe Armstrong und Co. von den USA abgrenzen. Billy Joe sagt in einem Interview: Wir sind ebenso verwirrt wie alle anderen, warum Schwarze ungestraft von der Polizei erschossen werden, warum Donald Trump als Präsident kandidieren kann und warum überall dieses Chaos herrscht. Ich versuche, diesen ganzen Mist irgendwie für mich zu sortieren. Da bin ich ganz klar Billy Joes Meinung, Hut ab von dieser Message. Die nächsten News dürften Green Day-Fans auch begeistern, denn der US-amerikanische TV-Sender HBO gab grünes Licht für die Verfilmung von American Idiot. Kurze Info: American Idiot ist eigentlich ein Konzeptalbum von Green Day aus dem Jahre 2004, wurde dann als Musical am Broadway gezeigt und jetzt arbeitet Tom Hanks Produktionsfirma gemeinsam mit Michael Mayer an der Realisierung des Films. Läuft bei denen! Yeah, we can survive on love. We can survive on love. Matt Gresham ist ein australischer Singer-Songwriter. In jungen Jahren begann er klischeemäßig wie die meisten Australier mit dem Surfen. Nebenbei hat er noch geskatet und heute begeistert er uns mit seiner einzigartigen Stimme. Die Neuentdeckung 2016 hat mich ja schon mit seiner Single Small Voices begeistert. Aber hier seht ihr seine aktuelle Single Survive on Love, welche auf seinem Debütalbum im Frühjahr zu hören ist. Ich wollte mich sofort in dieses Video beamen lassen. Das Ganze erinnert mich an eine Hippie-Veranstaltung mit einem riesigen Instagram-Filter obendrauf. Was auch sonst, wenn man alle Probleme der Welt mit der Liebe bewältigen will. Romantisch. Dieser junge Mann geht zusammen mit Jupiter Jones noch auf Deutschland-Tour, deshalb sichert euch jetzt schon mal eure Tickets.
Tickets könnt ihr jetzt auch für die Maxim-Tour gewinnen. Und zwar 2x2 Tickets für die Stadt deiner Wahl. Dafür geht ihr einfach auf warnermusic.de/Gewinnspiele. Mit ein wenig Glück gehören sie dir. Meinen Tour-Tipp der Woche gibt es jetzt auch noch für euch. Und zwar kommen Coldplay nächstes Jahr wieder nach Deutschland. Wer also die letzte Tour verpasst haben sollte, sollte jetzt verdammt schnell sein. Noch zwei Hinweise für euch. Ich will euch noch das Format Hashtag läuft bei euch ans Herz legen. Dort findet ihr eure aktuellen Lieblingsvideos im Oktober 2016. Und passend zum Top-Thema der Woche hier die Throwback-Playlist mit den größten Hits von Bruno Mars. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schaltet nächste Woche auf jeden Fall wieder ein, wenn es heißt, was geht. Bis dahin, eure Vero.